Jetzt haben wir hier den Senator, The Machine Gun, Gashi, ist jetzt hierhin gekommen. Ihr habt das alles mitgekriegt. Es war eine sehr aufgeregte Situation. Kleine Unfairness. Amados Seite aus. Von Amados Seite aus. Kannst du verstehen, was ihn dazu bewegt hat, sowas zu machen? Er hat keine Kontrolle über sich selbst und will sich über andere kritisieren. Es ist einfach, wie es ist. Aber das gibt mir extra Motivation, in dem Kampf richtig die Fresse zu nehmen. Ich freue mich richtig, wirklich. Gott ist groß. Alle haben das gesehen. Ich habe versucht, mit ihm ruhig zu bleiben. Das mit der Flasche, das war schon die ganze Zeit schon provoziert. Ich sehe schon, wie die Hand rumwackelt, aufmacht. Das ist so Kind. Das war eine Frage der Zeit, bis das passiert. Ich so ein kleines Kind muss ich. Aber es ist peinlich. Es ist auch nicht gut für den Sport. Und damit tut das schon in Zukunft keinen Gefallen bei großen Veranstaltungen. Keiner will sowas sehen. Leute wollen sportliche Leistung sehen. Diese ganze Witze hin und her ist lustig. Aber das war für ihn eine Chance, endlich so ein bisschen real zu bleiben. Und da hat das verbockt. Ich habe jetzt gerade auch mit ihm geredet, deswegen bin ich mit dir ehrlich. Ich hab zu ihm gesagt, ich meine, guck mal, der Mann ist Gast hier in NRW. Ne? Ja. Das war keine schöne Aktion. Das war absolut keine schöne Aktion. Aber er gibt es auch selber zu, er sagt ja. Ne? Er sagt ja, das war unsportlich. Aber irgendwas, ich habe selber nicht mitgekriegt, aber irgendwas, Familie, Eltern, dies, das, irgendwas. Was ist da passiert, was meint er? Es gibt so ein TikTok, wie so, das war so ein Meme, da habe ich mal den Kragen gemacht. Und zwar in Südafrika. Und da habe ich gesagt, wenn du mit Amados Vater reden musst, aber wenn das so ein Ding gewesen wäre, ich hätte es direkt gelöscht. Man kann über alles reden, man kann sagen, hey, hier, ich fühle mich angegriffen, lösch das, ja. Aber die meisten Leute, das ist halt der Unterschied, was einen primitiven Menschen für einen gewöhnt hat, das ist Kommunikation, ja. Wenn man ein Problem hat, redet man drüber und wenn man es nicht versteht, dann muss man es anders klären. Aber das Gute ist, wir sind jetzt im sehr primitiven Sport, ja, und da wird sich auf die Fresse gebürgt. Ich bin so extra motiviert, ich bin wirklich heiß, ja, wirklich, ich bin wirklich heiß. Aber ich habe gesehen, er hat sich selber in Rage geredet. Er hat sich alles auch mit diesen Fakten, mit dem Dopingtest und sowas. Wir haben hier einen Weltmeister vor uns, der hat uns das Gleiche erzählen können, dass das so nicht geht. Aber Fakten zählen nicht. Das ist so kognitive Dissonanz, dann am besten. Für viele Menschen war das jetzt natürlich, die Menschen draußen feiern das natürlich, sagen, oh wow, hast du gesehen, dies, das, wow. Aber wenn du in der Haut der Kontrahenten steckst und dann in so Situationen gerätst, zum Beispiel, ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun, ich bin nur Moderator. Ich stehe dazwischen, ich denke mir, wenn die beiden jetzt aufeinander losgehen, wer soll die aufhalten? Weißt du, ich meine, wer soll dazwischen gehen? Ey, weißt du, ich meine? Deswegen, das war schon sehr, sehr, sehr unangenehm, wo ihr gekommen seid. Auch in der Situation, schau dir mal, ich bin hier gekommen mit einem Freund. Mein Freund ist halt behindert, sag ich mal, wirklich, ja? Der ist ein Zackert. Ich komme hier mit dem und die sind hier mit 30 Mann. Aber ich komme hier wie ein Mann, ja? Mit einem Typ. Und anstatt dass die Stärke und Respekt zeigen, ist es so, dass für sie, für das, was sie repräsentieren wollen, ja, diese ganzen Isolierung mit Kulturen, die blamieren sich selber damit. Wer sich über sowas identifiziert, da muss man für alle gerade stehen. Ja, aber Moment. Ja? Vielleicht, Bruder, du bist Senat Gashi. Ja. Okay? Ja. Du bist Senat Gashi. Ja. Ne? Vielleicht sind die Jungs auch stolz, dass ihr Boy so eine Chance hat. Das muss man ja auch sagen. Weil im ersten Kampf, er hat ja zugegeben, oder du bist Legende im deutschen Boxsport. Ja. Und wenn ihr Junge so eine Chance kriegt, normal kommen die supporten. Aber das ist kein Problem, das verstehe ich auch. Verstehst du, was ich meine? Ja. Klar, aber ich meine das, was jemand, diese Gastfreundschaft, jemand so zu behandeln als Gast. Absolut, ja. Absolut. Nur, ich probiere mal gleich zu sprechen, bitte sehen mir das nach. Ja. Man könnte normalerweise, also ihr wisst ja, wie eure Situation ist. Ja. Ihr seid jetzt nicht auf, ey Bro, gut, wir kämpfen, wir machen Kampf. Ja. Ihr seid ja auf Hass. Man könnte diesen ersten Satz, könnte man falsch verstehen, das könnte man auf die falsche Schulter kriegen, oder? Man kann alles. Es gibt ein Vier-Ohren-Modell von Tools, sein der Empfänger. Wenn einer natürlich auch das Schlimmste hofft, dann wird das Schlimmste verstehen. Das ist so, wie wenn du mit Frauen kommunizierst. Sie verstehen auch nur das, was du... Aber ich habe letztens eine Nachricht bekommen, Beispiel, letztens eine Nachricht bekommen von so einem Hater. Der schreibt so, ey, ich sehe Fake-Account, ja? Okay. Er schreibt so, du Hurensohn, ich ficke deine Mutter, ich ficke deinen Vater und dann ficke ich deine Frau. Ja? Schreibt er so, ich poste das und schreibe, Leute, Respekt an diesen Typ, ja? Was sieht meine Freundin? Die sagt, welche Frau? Die sieht nur das. Siehst du, das ist, jeder hat eine andere Wahrnehmung. Ja? Jeder, der mich kennt, ja, weiß, ich bin kein Rassist oder ähnliches. Jeder, der mich kennt, fühlt das. Ich kenne dich auch, ja? Wir haben uns schon ein paar Mal gesehen. Hast du jemals das Gefühl gehabt,
ein Gefühl oder so eine Ahnung, dass ich irgendwie, ich mache meine Jokes und so, ja. Nein, nein, also nein, hast du auf gar keinen Fall. Aber ich mache meine Jokes mit jedem, ich mache meine Jokes auch mit Chinesen, ich mache dies und das. Aber hast du jemals das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie dir irgendwie... Nee. Und das kann auch keiner sagen, ja. Bloß wenn einer das sucht, natürlich... Aber du hast einen speziellen Humor, hast du. Aber gegenüber jedem, das ist nicht gegenüber einer bestimmten Hautfarbe oder irgendwas, das ist gegen jeden. Gegen jeden. Das ist einfach gegen jeden. Ja. Aber wenn man das jetzt mal alles zur Seite tut, was jetzt gerade hier passiert ist, ich meine, ist jetzt für mich leicht gesagt, was ich meine? Ja. Aber wenn du das jetzt mal zur Seite lassen könntest, findest du, dass das ein gelungener Abend ist, mit genug Motivation, um in den Kampf zu gehen? Jetzt sowieso, ne? Ja. Extra Motivation. Wirklich, aber ich versuche mal eigentlich emotionlos zu bleiben und so, weil sowas kommt mir wirklich Hass drauf. Das muss ich dir lassen. Du hast gib mir ein Gentleman. Das muss ich lassen. Das war Gentleman-like. Danke an meine Eltern, dass sie mich so erzogen haben. Das war. Weißt du, ich meine? I love you, Mama. Schöne Grüße an der Stelle. Schöne Grüße an der Stelle. Senat, ich danke dir vielmals, dass du nochmal hochgekommen bist. Viel Glück für den Kampf. Das wird ein super Abend. Ich bin auch vor Ort. Und mal gucken, was der Abend bringt. Okay? Viel Erfolg in Tattoo. Dankeschön. Vielen Dank.